Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 17 Karrieremodus Potential Predictions hier auf meinem Kanal. Ein unglaublich langer Name hier für diese neue Serie und ich dachte mir jetzt einfach mal, weil das Feedback gestern auf die erste Folge so krank war. Also jetzt nach einem Tag 700 Likes und für die Leute, die jetzt denken, ja 700 Likes, das ist eigentlich voll wenig. Für einen YouTuber in meiner Größe sind 700 Likes echt richtig viel und da kann ich mich wirklich nur herzlich bei euch allen bedanken. Denn es hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ihr auf solche Serien auch mal steht, die nicht eben direkt Karrieremodus sind, aber schon eben etwas mit dem Karrieremodus zu tun haben. Und ich würde sagen, wir starten in die heutige Folge rein. Was ich nochmal ganz kurz anmerken wollte, bevor ich das so oft in den Kommentaren lese. Breel Donat Embolo ist in der heutigen Folge nicht dabei, aber ich kann euch jetzt schon mal das Versprechen geben. In der nächsten Folge wird er auf jeden Fall dabei sein. Ich habe es jetzt am Abend eben diese ganzen Designs gemacht und so weiter. Und dann aber leider vergessen, dass ich eben noch Embolo mit reinnehmen wollte, weil ich den sehr oft unten in den Kommentaren gelesen habe. Also den wird es auf jeden Fall, kann ich jetzt schon mal sagen, Safe Call in der nächsten Folge geben. Und ich würde sagen, nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen für weitere Folgen der Karrieremodus Potential Predictions. Und ich würde sagen, wir starten rein in die Folge mit dem ersten Spieler. Und zwar haben wir zum Start einen der teuersten Spieler der Sommertransferphase mit Leroy Sané. 20 Jahre alt. Für mich hat er eine eigentlich sehr durchwachsene Saison gespielt. Also er hatte auf jeden Fall sehr große Lichtblicke, aber man muss auch sagen, dass er Momente hatte, wo er jetzt einfach nicht so auffällig war bei Schalke. Aber er war auf jeden Fall in diesem Jahr schon einer der Leistungsträger und Stammspieler, was mich auf jeden Fall dazu bringt, ihm ein Upgrade zu geben. Vor allem eben auch, weil eine sehr hohe Ablösesumme in Form von 50 Millionen für ihn bezahlt wurden. Ein Upgrade plus 3 von 76 auf 79 und ein Potenzial-Upgrade ist es, glaube ich, von 86 auf 87 für den jungen Deutschen. Mal gucken auf jeden Fall, ob er bei Manchester City Stamm spielen wird. Unter Pep Guardiola, also ich meine für 50 Millionen gekauft, wenn der da nicht Stamm spielt, wäre es, denke ich mal, ein bisschen Geldverschwendung gewesen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Übrigens beginnt die Premier League heute mit dem Spiel, mit dem ersten um 13.30 Uhr, Leicester gegen Hull City und auch Manchester City spielt heute Abend um 18.30 Uhr. Mal gucken auf jeden Fall, ob man das dann vielleicht in der Startaufstellung sehen wird. Als zweiten Spieler haben wir ein unglaublich gehyptes Talent mit Emre Mor, der von, oh, ich habe keine Ahnung, wie der Verein aus Dänemark hieß. Auf jeden Fall ist er für über 10 Millionen zu Borussia Dortmund gewechselt, gerade mal 19 Jahre alt, hat schon bei der EM eben für die Türkei gespielt. Für mich ein 70er Rating in FIFA 17, also ein Plus von, ich glaube, 5. Er müsste eigentlich mit 65 in FIFA 16 reinstarten. Also ein Upgrade um 5 und ein Potenzial-Upgrade. Ein sehr ordentliches von über 10. Für mich erstmal nur ein 85er Potenzial. Also ich denke mal, man sollte da jetzt noch nicht so übertreiben. Irgendwas mit 90er Potenzial wäre, denke ich mal, übertrieben. Aber wenn er sich eben zeigt in der Saison, wenn er sich richtig gut entwickelt, dann könnte dieses Potenzial auf jeden Fall auch noch in die Höhe schießen. Aber ich denke mal, mit 70er Gesamtbewertung und einem 85er Potenzial ist der junge Türke, beziehungsweise Däne, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Also ich glaube, er kann nicht mal türkisch. Auf jeden Fall sehr gut bedient und ich würde sagen, wir schreiten voran zum nächsten Spieler. Als nächstes haben wir einen Spieler, der sich sehr oft unten in den Kommentaren gewünscht wurde. Mit Alen Halilovic, der gerade mal 20 Jahre alt ist und jetzt eben vom FC Barcelona zum Hamburger SV gewechselt ist. Für FIFA 17 sehe ich für ihn ein ganz kleines Upgrade in der Gesamtbewertung von 77 auf 78 und im Potenzial jetzt tatsächlich das erste Downgrade. Denn ich denke mal, wenn ein groß gehyptes Talent eben zu so einem großen Verein wechselt wie Real Madrid oder Barcelona, dann ist es quasi schon so ein bisschen vorprogrammiert, dass so ein Youngster eben ein sehr hohes Potenzial für den Karrieremodus bekommt und jetzt eben quasi der etwas, ja, größere Rückschritt mit Hamburg jetzt eben. Ich denke mal, dort wird er mehr Spielzeit bekommen, aber natürlich auch eben an Potenzial hier für den Karrieremodus einbüßen müssen und das Ganze eben mit einem minus 4 oder minus 5 Potenzial jetzt eben von 90 oder 91 auf 86 runter. Es könnte vielleicht sogar auch weniger werden, aber ich denke mal, das wäre übertrieben für einen gerade mal 20 Jahre alten Alen Halilovic, der sich auf jeden Fall richtig gut bei Hamburg entwickeln könnte, wenn er denn nun Stammspieler wird. Ich wünsche auf jeden Fall dem Hamburger SV alles Gute für die neue Saison. Ich meine, von den Transfers her läuft es ja und wenn das Ganze dieses Jahr funktioniert, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie es schaffen könnten, in den internationalen Wettbewerb reinzukommen. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler. Hingegen sieht es bei Hector Bellerin doch sehr rosig aus. Der junge 21 Jahre alte Rechtsverteidiger aus Spanien vom FC Arsenal kriegt ein saftiges Upgrade. Erstmal im Rating von 77 auf 80, hat eine unglaubliche Saison gespielt beim FC Arsenal und dazu dann auch noch eine Team of the Season Karte bekommen, was, denke ich mal, ein sehr großes Zeichen auf ein Upgrade in FIFA 17 sein wird und dazu auch noch ein Potenzial-Upgrade, ich glaube von 85 auf 87.
geht es für, ich denke mal, man könnte es jetzt so sagen, das größte Talent auf der Rechtsverteidigerposition hoch. Und zum Abschluss der Folge haben wir natürlich mal wieder einen Bayern-Spieler mit Joshua Kimmich, 21 Jahre alt. Für mich, wenn er 6er, 8er oder Rechtsverteidiger-Top-Position hat in FIFA 17, dann ein 77er Rating plus 87er Potenzial. Wenn es der Innenverteidiger als Hauptposition werden sollte, dann wird beides, denke ich mal, so um minus 2 runtergehen. Also 75er Rating und weiterhin das 85er Potenzial. Wenn es eben, wie gesagt, die andere Position als Hauptposition sein sollten, dann eben ein Upgrade in einer Gesamtbewertung von 3 und ein Potenzial-Upgrade von 2 für den jungen Deutschen. Das ist vielleicht der neue Philipp Lahm der Zukunft. Also in der deutschen Nationalmannschaft schon als Rechtsverteidiger sehr überzeugt. Das Ganze wird dann, denke ich mal, bei Bayern auch vielleicht mal ausprobiert werden. Wenn das Ganze gut funktioniert, dann hat Bayern, denke ich mal, dieses große Problem, was man schon für die Zukunft so ein bisschen im Kopf hat, eben wie man Philipp Lahm ersetzen soll, gelöst mit Joshua Kimmich. Und damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge der FIFA 17 Karrieremodus Potential Predictions. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, smash den Like-Button. Gerne Vorschläge für die nächsten Folgen unten in die Kommentare und natürlich eure Meinung zu meinen Predictions gerne ebenfalls unten in die Comments. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.